Sonne, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Another Brick in the Mall. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir wuseln weiter hier. So, wo war ich stehen geblieben? Auswählen. Ja, hier an der Seite, man sieht's. Vielen Dank für den Tipp. Hier können wir nämlich sehen, wie der Fußgängerverkehr ist, wie die Verschmutzung ist und so weiter. Ich habe jetzt mal alle Hausmeister und so weiter von hier hinten in ein neues Wartungszentrum gepackt, sodass wir hier dann auch unsere Bäckerei sauber machen können, endlich, ja. Weil da war kein Mensch. Da war kein Mensch. Aber wir haben noch ein anderes Problem bei der Bäckerei, das zeige ich dir jetzt gleich. 18% Gewinn, 60% Gewinn, 67% Gewinn, 14% Gewinn, 700% Verlust, ja. Ich weiß nicht, was da los ist. Wir machen nur $95 Umsatz am Tag. Keine Ahnung, ob es noch zu früh dafür ist oder... Ich weiß nicht. Auf jeden Fall möchte ich hier heute was anderes reinmachen. Wir schieben die Bäckerei dann nach hinten. Und wenn wir Zeit und Geld haben, möchte ich hier noch einen neuen Laden bauen, dann mit Klamotten. Wir können jetzt erstmal gucken, was auf die grünen Tische draufkommt. Wir sehen das, Pflanzen und Gärtner mit Blumen, Pflanzen, Brot, Gemüse, Obst. Können wir mal gucken, was am ehesten gebraucht wird. Na, wo war das denn jetzt hier? Bedarf. Fangen wir mal oben an. Bier, Fast Food, Snacks, Arcade, Spiele, Wein, Spirituosen, ganz oben, haben wir leider keine. Könnten wir auch noch machen. Spirituosen, Bier, wollen sie unbedingt haben. Vielleicht machen wir ein Spirituosengeschäft. Spirituosen und Klamotten, das könnten wir noch machen, das wäre sehr gut. Aber jetzt lass erstmal gucken, wo das andere Zeug ist, was wir hier brauchen. Brotscheiben, nein, Videospiele, verkaufen wir schon ein bisschen, wo denn bitte? Ah, hier, da, da, ach, bei den DVDs sind die drin oder was? So, wo haben wir das denn jetzt hier alles? Wahrscheinlich haben wir das noch gar nicht freigeschaltet, wa? E-Zigaretten und Liquids haben wir mittlerweile auch. Frisches Brot, sehen wir, haben wir ein, aber... Ich sag ja, das lohnt sich irgendwie null. Das lohnt sich irgendwie null. Das andere Zeug sieht so aus, als hätten wir das noch gar nicht freigeschaltet hier. Müssen wir mal gucken. Haben wir das noch nicht freigeschaltet in der Forschung? Wir sind gerade bei den Zeitschriften. Pflanzen- und Gartenwerkzeuge haben wir schon. Erde, Dünger, Gartenwerkzeuge, Pflanzen... Blumen, die haben wir auf jeden Fall. Das würde dann auch nicht mehr so viel Dreck machen, ne? Wenn wir jetzt sagen Produkte, und dann gehen wir einfach hin, machen wir mal. Wo sind die denn? Bin ich besoffen? Da sind Pflanzen. So, die müssten ja dann hier drauf können, oder? Bupp, nochmal viel Müll. Und dann packen wir jetzt Pflanzen da drauf. Gucken wir mal, ob das mehr Gewinn macht. Sehen wir ja dann. Meistens sind die ja verdammt teuer. Dann haben wir halt aus einer Bäckerei eine Gärtnerei gemacht. Ziel erreicht. Wunderbar. 10.000 Pieten. Immer her damit. Den ganzen Käse machen wir mal weg hier. So. Danke. Sehr schön. Instant Cook. Die wollen hier immer das. Wo denn? Ah, hier. Hier müssten wir noch wen einstellen, ne? Ah, okay. Und ein Restaurant wollen die haben. Ja, vor allem brauchen wir noch Toiletten und so. Das brauchen wir auch noch. Ich glaube, das Lager ist viel zu groß für hier. Kann das sein? Könnte durchaus sein, ne? Durchaus könnte das sein. Hm. Aber okay. So, jetzt will keiner Kakteen kaufen um 19 Uhr. Warum auch immer. Wir können ja mal gucken. Frisches Brot, Obst. Ne, lass mal. Pflanzen und Blumen. Wir könnten ja noch die Hälfte Blumen machen. Das könnten wir auch. Warum machen wir das nicht? Lass mal gerade verwalte Geschäft. Minus 1.100, auch sehr gut. Produkte. Gewinnspanne 100%. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Komm, machen wir nochmal zuweisen hier. Und dann, wo sind die Blumen? Wahrscheinlich oben. Jetzt weiß kein Mensch, ob das nach Kategorien sortiert ist oder nach Alphabet, was ich nicht glaube. Das wäre mir am liebsten, nach Alphabet. Da muss einfach nach B suchen. Hier, Blumen. Machen wir so die Reihe zu Blumen. Haben wir zwar wieder Müll, aber egal. Auch die geben ja Plus. So. Weil die werden, glaube ich, so Schnittblumen, was weiß ich, für zu Hause in die Vase oder für auf dem Friedhof und so, die werden immer öfters gekauft, denke ich mal, als die Pflanzen da oben, die Kakteen und so. Okay, das gibt 9 Piepen. Das gibt 8 Piepen. Ja, ein paar Leute kommen, das ist in Ordnung. Ein paar Leute kommen. Wie viel Gewinn haben wir gestern gemacht? 1.700, okay. Da ist halb fertig. 33.000 haben wir jetzt. Da haben wir die 10.000 gekriegt. Was fehlt noch? 100 Kunden vor Ort. Dafür brauchen wir wieder ein paar Parkplätze. Die könnten wir hier hinbauen.
Einfach noch so ein paar Kundenparkplätze. Blitz bis hierhin so. Den auch noch. Weil hier wollen wir ja den Klamottenladen hinmachen. So, und dann würde ich gerne hier dann später, wenn wir genug Geld haben, so lang nochmal Fundament bauen, wo wir dann so einen Zwischengang machen. Dann können die hier hin und her laufen und dann hier drin auf der anderen Seite auch noch Geschäfte hinmachen. So, dass wir da dann noch ein Restaurant hinkriegen, vor allen Dingen mal Toiletten und so weiter. Ne? So, wie viel macht das Ding jetzt hier? Wahrscheinlich immer noch Minus. Sehen es nicht. Verwalte Geschäft. Minus 800%, okay. Aber wir geben ihm jetzt eine Chance und lassen ihn erstmal ein bisschen laufen, ja. Muss ich auch erstmal etablieren. Bäckerei bankrott gegangen. So ist das Leben. Oh, piep, piep, piep. Ich glaube, es sind einfach nicht genug Leute hier. Kann das sein? Können wir mal gucken. 48.000. Weißt du was? Wir gehen jetzt mal aufs Ganze und nehmen uns den Kredit hier. So. Bitteschön. Verbleibende Schulden 70.000. Alles klar. Machen wir langsam gerade. Jetzt müssen wir gucken. Wir wollen ja zuerst den Laden dran bauen. Bauen, Fundament, wenn ich jetzt sage, so, das ist 19 mal 12, wenn wir hier hingehen, 11, 12, 20, nein, sagen wir 19 mal 12, so. Dahinter ist das dann noch 5 mal 12, okay. Erstmal lassen wir den da bauen und dann können wir nochmal 5 mal 12 dran machen für das Lager. Dann müssen wir natürlich nur die Straße noch ein bisschen weiter hier durchbauen, obwohl brauchen wir erstmal noch nicht. Dann muss der halt hier durchlatschen, oben ist ja auch eine Tür. Das wird schon passen. So, der ist fleißig. Dann machen wir hier jetzt als erstes Spirituosen oder Klamotten. Was wird mehr gebraucht? Was wird mehr gebraucht? Fastfood ist jetzt ganz oben. Frühstücksflocken, okay. Arcade, Bier, Bowling, Limonade, frisches Fleisch. Guck mal, das hat sich schon wieder komplett gewandelt. Da ist Wein. Irgendwann Spirituosen, ganz oben. Jetzt sind sie weg irgendwie. Tierfutter, Damenschuhe, Waschmaschinen, Laptops, Sportbälle, Werkzeuge. Braucht kein Mensch. Liegt aber wahrscheinlich auch an der Saison, ne? Also, wer braucht schon Pflanzen und so weiter im Winter? Manche Sachen, so wie Lebensmittel, die brauchst du halt immer. Und Pflanzen und so weiter, die kauft man ja im Winter eher weniger. Ja, was willst du im Winter Blumen in den Garten pflanzen? Bringt ja gar nichts. Seife und Shampoo, das braucht man auch immer. Glühbirnen, Milchprodukte. Wo sind der ganze Käse hier? Tiefkühlpizza, Süßigkeiten, Eiscreme, Kekse, Waschmittel. Ohne Ende Zeug. Ohne Ende Zeug. Reis und Nudeln. Tabak steigt, Medikamente steigen. Frisches Obst. Spirituosen hier, die gehen runter. Okay, haben wir aber auch noch 0. 60 für Stufe 3. Okay. Fast Food können wir eh nicht machen. Wo kommen die Arcade-Spiele hin? Das möchte ich mal wissen. Bier. Okay, wir machen einen Spirituosenladen, denke ich mal. Sehr gut. So, die sind da. Okay. Komm, bau mal schneller. Wir können schon mal die Kasse nehmen. Wo ist die Kasse? Da ist die Kasse. Dreh mal. Oh. 1, 2, 3. Sollte passen. Jetzt werden wir aber mal Minus machen, denke ich mal, wegen den Schulden. So, 3 Kassen haben wir. Jetzt brauchen wir, müssen wir gerade gucken. Kommen hier Spirituosen drauf? Ich meine ja. X ist nichts, wir haben gar nichts hier. Getränke, Bier, Spirituosen. Ja, alles klar. Bisschen Wein können wir auch noch machen. Dann bauen wir jetzt erstmal die Regale. Wir brauchen die hier. Wie haben wir die hier nochmal gemacht? Quer stehen? Ja, quer. Alles klar, also so und so. Wenn wir hier hinten dran machen, können wir. Ne, den nicht. Machen wir das hier mal noch so ein bisschen. Bisschen kompakter, weil wir ja mehr Zeug haben. So, dann machen wir hier noch eine Doppeltür rein. Bitteschön. Ein Mülleimer. Können wir auch hin machen. Jetzt müssen wir erstmal das Fundament wieder bauen. Das waren 5, ne? Ja, 5. So. Bitteschön, fürs Lager. Das brauchen wir auch noch. So, und dann ist das Geld gleich auch schon wieder weg. Das geht immer so schnell weg hier. Das ist Wahnsinn. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Bitte hin. Der ist fleißig hier, der Junge. So, Personaltür. Hier unten rein. Da oben rein.
zuweisen. Zonen. Und zwar Lager. Einmal Lager. Einmal Geschäft. So. Sehr schön. Dann hätte ich jetzt gerne auswählen. Hier, Verwaltergeschäft. Natürlich 24/7 geöffnet, wie immer. Lager verbinden hier. So, jetzt brauchen wir zuweisen. Und zwar Produkte. Was nehmen wir als erstes? Blumen? Nein. Spirituosen. Sagen wir mal so. Bier können wir so sagen. Wein können wir hier machen. Bitteschön. Schon haben wir ein wunderbares Geschäft. Für Schnappes. Gesoffen wird immer, ne? Gesoffen wird immer, wirklich. So, jetzt brauchen wir als erstes mal Personal, einen Lagerist einstellen. Brauchen wir erstmal einen, der von 0 bis 8 arbeitet. Kann dann gleich einen sammeln hier. Kassierer. 1, 2, 3. So, Schichtplanung. Bitte erstmal die Kassierer. Okay, Terence Fischer. Fehlt nur noch Philipp. Terence und Philipp, jawohl. So, rund um die Uhr immer einen da. Erledigt. Gucken wir mal, ob der es schafft hier, die Sachen jetzt auch einzuräumen. Über Nacht. Oh, wir brauchen noch einen Boden. Definitiv wieder unser schickes Holz hier. So, das kostet zwar verdammt viel Geld, aber es sieht 10-mal besser aus. Es sieht wirklich 10-mal besser aus. Deswegen lassen wir das einfach hier. So, wie sieht es aus, Freunde der Nacht? Jetzt bin ich mal gespannt. Der müsste gleich kommen. Und den Käse einräumen. Was ist hier oben? Macht der jetzt mal was? Mal gucken. Verwalte minus 200. Also sie haben auf jeden Fall schon mal wenigstens ein bisschen Gewinn gemacht. Auf jeden Fall mehr als die Bäckerei. Wir können das ja auch gucken hier. Jetzt gucken. Hier Gewinn. Ja, also eigentlich machen nur die beiden hier unten Gewinn. Die halten sich gerade so über Wasser. Der macht Fett minus. Der macht minus. Na gut, der ist gerade neu aufgemacht und hier müssen wir jetzt gucken, wie sich das Ganze gibt. Wir sind auf jeden Fall schon mal sehr viel besser als vorher, ne? Sind wir nur noch bei minus 130 und nicht bei minus 800. So, geben wir immer noch ein bisschen Zeit. Gucken wir mal, ob die Blumen besser laufen als unsere Bäckerei, die ja nur Fett minus gemacht hat. So, der hat. Genau, erstmal 4 für den Wein. 1 Dollar, 3 Dollar. Was? Was? Wo haben wir ein Spirituosen? Ist das jetzt eigentlich ein Spirituosengeschäft oder meckert der dann wieder rum? Spirituosen, wo sind sie? Wahrscheinlich ist sie hier ganz unten, weißt du? Jetzt verkaufen wir die, jetzt sind die wieder irgendwo hier unten, wo sie kein Mensch mehr braucht. Gucke ich gleich. Bekleidung. Sie wollen unbedingt ein Bekleidungsgeschäft, ne? Unbedingt. Aber hier geht schon gut die Post ab. Das gefällt mir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8. Also 50% sind Spirituosen. Das müsste eigentlich ein Spirituosengeschäft sein. Zur Not machen wir noch was Wein weg. Und ich glaube schon, wir brauchen... Wo denn? Hier, hier. Okay. Was haben wir denn? Mitte, ne? Verwaltergeschäft. Wir tun immer noch ein... Alles klar. Forschung. Was jetzt? Ein Werkzeug. Tun wir nochmal noch einen Kassierer einstellen. So, Schichtplanung, wo ist der eine? Nein, der muss hier mittags rein. So, bitteschön, erledigt. Hier brauchen wir auch noch einen zweiten. Personal, Kassierer, einstellen. Schichtplanung, auch mittags bitte. So, erledigt. Anscheinend ist da ja ganz schön viel los. Wir brauchen ja auch noch einen... Alter, der Wein ist leer. Der Wein ist leer, das geht nicht. So, erledigt. Wunderbar. Wunderbärchen, Wunderbärchen, jetzt ist die Frage, machen wir da noch Plus? Das sehen wir dann gleich. Hier gestern haben wir noch 600 Plus gemacht. Wir müssen jetzt auch immer die 700 ausgleichen von den Schulden, ne? Das ist das Problem. Wir haben ja noch 69.000 Schulden. Können wir die eigentlich direkt zurückzahlen hier? Einschließlich Zinsen 21.000. Muss mindestens 200 durchschnittlichen Gewinn über die letzten 10 Tage erzielen, um ein Darlehen aufnehmen zu können. Ich will ja nichts aufnehmen, ich würde gerne direkt zurückzahlen, aber ich glaube, das können wir gar nicht. Wir werden sehen, wie... Alter, alles leer hier. Alles. Guck dir das mal an. Die Blöden kaufen die. Okay. Okay. So. Wein und Bier, das gönne ich mir, ne? So sieht's aus. Was kommt als nächstes hier oben? Schulmaterial, Laptops, Hosen, T-Shirts, Kleider. Okay, also der Bekleidungsladen, ne?
So, und dann kommt der Winter. Ne, der Herbst erstmal. Große Spieleveröffentlichung, Videospiele, Halloween, Süßigkeiten und Grußkarten. Die haben wir unten. Ich will, dass der hier wenigstens ins Plus kommt. Dann wäre ich zufrieden. So, Minus ist immer Kacke. Essen, Essen, Kassen, alles. Toilette brauchen wir auch noch. Unbedingt. So, jetzt steht sie hier rum, hat nichts zu tun, weißt du? Super. Aber jetzt können wir schon mal zwei gleichzeitig machen. Ah, sehr schön, sehr schön. Das sieht schon sehr viel besser aus. Und da kannst du voll machen. Da hinten auch. Alles. Super. Die haben... Sehr gut. Yay! 168 minus, immer noch. Das gibt's doch nicht. Man muss das doch ins Plus kriegen irgendwie. Ich will das ins Plus kriegen. So, jetzt sind wir noch bei 100 plus. Ah. Das ist nicht gut. Nicht gut. Schon wieder alles leer. Okay, verpasster Verkaufsmöglichkeit. Hier schon wieder. Wir haben doch extra noch einen eingestellt. Jetzt sind schon zwei. Jetzt ist mal wieder nur einer da. Also Fleisch kaufen die echt für die Blöden. Kann das sein? Scheint so. Scheint so. Das ist natürlich die Frage. Lohnt es sich, ne, dass so viele einkaufen, dass wir nur sogar noch Plus machen, auch wenn wir das Gehalt vom zweiten Kassierer bezahlen? Oder lohnt sich das nicht? Machen wir dann noch mehr Minus. Weil wir dann von mir aus nur 50 einnehmen mehr dadurch. Aber 300 Kosten haben für die Kassierer, ne? Das ist halt immer die Frage. Hm. Okay, es geht. Die schleppen das Zeug dahin. Er macht alles voll. Wir gucken uns das nochmal an. Ich denke mal, wir brauchen für abends auch noch einen hier. Damit das immer voll ist. Was macht er da? Hat Langeweile. Sieht aus wie irgend so eine Zwangsneurose. Was er da macht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Dieses Spiel macht einen fertig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Schön. Viel Spaß dabei. Mach du mal. So, 49% minus. 200% minus. 11, 65, 67, 23. Okay, hier ist alles voll. Ja, 94 von 132. Ich könnte eigentlich auch mal gucken, die Parkplätze. Die werden alle gut genutzt. Ne, hier hinten die gar nicht. Die werden gar nicht genutzt. Viel zu weit weg anscheinend. Hm. Okay. Das ist nur für Personal. Hier ist die Lieferung, der Müll. Mülllieferung sieht auch gut aus. Hier. 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 Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber da tun wir jetzt erstmal keinen einstellen. Ja, das reicht. Auch wenn die alle sauer werden da irgendwie. Das ist mir ja, wir tun nicht schon wieder einen einstellen jetzt gerade. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. So. Schon wieder alles leer. Komm her, wir brauchen jetzt noch einen. Personal, ein Lagerist einstellen. Jawohl, das geht nicht, dass wir hier... Schichtplanung. Dass immer einer da ist. So. Geht nicht, dass da immer die ganzen Regale leer sind. Das geht gar nicht hier. Wie sieht das denn bitte aus? Das geht nicht. Kannst du mir schon erzählen. So, genau, da ist sie. Mach voll. Was wollen sie jetzt haben? Bekleidungsgeschäft. Bekleidungsgeschäft, Spirituosengeschäft. So, über 50%. Okay, da müssten wir ja zuweisen. Spirituosen müssten wir dann noch so machen. Dass noch mehr Spirituosen da sind. Dann müsste es ja jetzt ein Spirituosengeschäft sein. Da stand ja über 50%. Wir haben 50% gehabt. Jetzt haben wir über 50%, jetzt müsste es ein Spirituosengeschäft sein. Haben zwar noch ein bisschen Wein und Bier, aber generell nur Spirituosen. Das ist super, dann könnt ihr nämlich auch das teure Zeug kaufen. Für 2 und 3. Das ist gut, das ist gut. Da bin ich mal gespannt, wie sich unser Schnapsladen hier entwickelt. Ziel erreicht, 100 Kunden vor Ort. Sehr gut. Sehr gut. So, wie entwickelt sich unser Schnapsladen? Macht er Gewinn oder nicht? Ich denke ja. Du kannst mir in den Kommentaren schreiben, was du davon denkst. Macht da Gewinn oder nicht? Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, darfst du gerne abonnieren, Glocke aktivieren, sodass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V. Bis zur nächsten Folge. Euer Ede.